Ja, hallo. In dieser Tutorial-Serie wollen wir uns mit der Bitmap-Farbe und der Grafik auseinandersetzen. Wir wollen hier einmal einen ganz neuen Bereich erschließen und falls Sie noch eine Idee haben, was wir hier vielleicht vergessen haben, einfach mal eine E-Mail an sempervideo.de schicken. Wir beginnen bei dem einfachsten Element und das ist der Pixel. Was bedeutet Pixel eigentlich? Und zwar steht Pixel für Picture Element. Also praktisch werden die Wörter einfach nur zusammengesetzt und dadurch entstand halt das Wort Pixel. Pixel, das ist die kleinste grafische Einheit, die es in der IT-Welt gibt. Und man kann die Eigenschaften eines Pixels auch näher beschreiben. Und zwar gibt es bei einem Pixel einen Ursprung. Das ist der links oben angedeutete. Und dann gibt es ja natürlich noch die X- und Y-Koordinaten. Die X-Koordinaten bewegen sich auf einer waagerechten, die Y jedoch in der vertikalen. Die X-Werte sind also der horizontale Abstand vom Ursprung, sprich oben links. Und der Y-Wert ist natürlich der vertikale Abstand vom Ursprung nach unten. Schauen wir uns nun an, welche einzelnen Formate es gibt. Und zwar gibt es die ganz normalen für den Computer. Das sind die quadratischen 1x1 Pixel. Dann gibt es noch das PAL-Format. PAL, das steht für Phase Alternation Line. Und das ist ein Verfahren zur Farbübertragung bei analogen Fernsehen. Als kleine Hintergrundinformation, falls Sie in Zukunft ein Video oder ähnliches für das normale PAL-Fernsehen entwickeln würden, müssten Sie demzufolge Ihr Bild dem PAL-Format anpassen. Das heißt, Sie dürfen nicht mehr 1x1 rechnen, sondern in dem Fall 1,3 zu 1. Also jetzt im Beispiel von PAL. Das liegt praktisch damit zusammen, dass PAL das Bild in die Weite zieht. Unser nächstes Format ist das NTSC. Das NTSC ist nur in den USA bekannt und wenigen anderen Ländern noch, während das PAL-Format, das ich gerade erklärt habe, auf fast der ganzen Welt sozusagen den Vorrang hat. Daneben gibt es auch noch unregelmäßige Bildformate und kreisförmige in PAL mit quadratischen Pixeln. Ja, das aber nur am Rande. Des Weiteren hat der Pixel noch die Eigenschaft der Farbe. Man kann ihn mit RGB darstellen. Das ist Rot, Grün und Blau, beziehungsweise Red, Green, Blue. Diese drei Kanäle werden überlagert und dadurch entsteht praktisch eine Mischfarbe. So viel nun erstmal zum Pixel. Okay.